Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Willkommen und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Eine deutsche Medaille und mehr im Sport mit Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Unter anderem auf diese Themen schauen wir heute. Angst vor der Gasknappheit. Ein Gipfel in Stuttgart sucht Wege durch die Krise zusammen mit vielen gesellschaftlichen Gruppen. Bitte um Vergebung. In Kanada trifft Papst Franziskus Indigene. Sie waren in katholischen Einrichtungen viele Jahrzehnte lang Gewalt ausgesetzt. Und Lichtblick in einer ernüchternden Bilanz. Bei der Leichtathletik-WM gewinnt nur Weitspringerin Malaika Mihambo Gold für das deutsche Team. Russische Gaslieferungen sind zurzeit wenig verlässlich. Und bevor wir zum Sport kommen, noch eine kurze Richtigstellung. In unserem Ukraine-Beitrag hat der Autor Lavrov versehentlich als russischen Verteidigungsminister bezeichnet. Er ist natürlich Außenminister. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen. Und nun kommen wir zum Sport. Wie angekündigt, ist es der Abschluss der Leichtathletik-WM, Norbert. Und da gab es jetzt die erste und einzige Goldmedaille. Ja, wenigstens auf unsere Weitspringerin Malaika Mihambo ist Verlass. Weltmeistertitel erfolgreich verteidigt und eine Top-Leistung gezeigt.